aus den USA, im Gesicht gezeichnet von extremen allergischen Reaktionen. Der Auslöser war ein scheinbar harmloses Schminkset. Extra für Kinder kann man überall bekommen. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist da bitte jetzt Gift in der Kinderschminke? Ja, was steckt da wirklich drin in den bunten Schminksets, die es auch in Deutschland fast überall zu kaufen gibt? Unsere Endlich-Feierabend-Reporter haben verschiedene Produkte in einem Speziallabor testen lassen mit unglaublichen Ergebnissen. Sie glitzert verlockend und kostet wenig. Schminke für Kinder. Ob in Spielzeugläden oder im Internet. Das Angebot ist riesig. Die Verlockung, mal eben ein Köfferchen für die Tochter mitzunehmen, bei vielen Eltern groß. Es ist ein Mädchen, sie soll damit vertraut sein. Solange man das nicht übertreibt, ist das für mich in Ordnung. Ein Set gibt es schon für 2 €. Doch was ist wirklich drin in den bunten Köfferchen? Endlich Feierabend macht mit verschiedenen Sets einen Labortest mit teilweise erschreckenden Ergebnissen und Produkten, die nach unseren Recherchen aus dem Verkehr gezogen werden. Dieser hohe Bleiwert, das ist also in keiner Weise mehr tolerabel und akzeptabel. Unsere Recherchen beginnen im Internet. Die größte Auswahl finden wir auf Amazon. 17-teilige Sets gibt es hier schon ab 4 €. Und bereits bei den ersten Stichproben zahlreiche Widersprüche bei den Produktbeschreibungen. Unbedenklich und sicher. Und bei demselben Produkt steht, enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können. Dann kann es doch nicht sicher und unbedenklich sein. Wir wollen es genauer wissen und bestellen 6 Sets im Internet. Alle Produkte wählen wir nach dem Zufallsprinzip aus. Einzige Vorgabe, unterschiedliche Hersteller und eine Preisspanne von 4 bis 15 Euro. Ein Schminkkoffer für 3,99 Euro. Ein Set inklusive Spiegel für 9,99 Euro. Ein Make-up-Kit für 8,99 Euro. Eine Schminktruhe für 14,97 Euro. Ein 21-teiliges Set für 6,77 Euro sowie ein Beauty-Set für 12,59 Euro. Außerdem kaufen wir dieses Set für 9,99 Euro bei einer deutschlandweiten Einzelhandelskette. Ein etwas teureres für 29,99 Euro in einem Spielzeugladen und dieses Nagellack-Set für 4,50 Euro als Beilage einer Kinderzeitschrift aus einem ganz normalen Zeitungsladen. Insgesamt kaufen wir also 9 verschiedene Kinderschminksets, die ausnahmslos in China produziert wurden. 4 Wochen dauert es, bis schließlich alle 6 im Internet bestellten Sets bei uns eintreffen. 2 der Sets kommen direkt aus China und nicht nur das. In chinesischer Sprache sind die ganzen Sicherheitshinweise, Inhaltsstofflisten gar nicht lesbar für den Kunden, den Deutschen. Das sah auch ganz anders aus bei Amazon. Auch das 2. Set, das uns direkt aus China erreicht, weist klare Mängel auf. Ja, da sind gar keine Angaben von Inhaltsstoffen, ne? Steht ja echt gar nichts drauf. Bei diesen 2 Sets liegen bereits jetzt also klare Verstöße gegen die EU-Kosmetikverordnung vor. Die besagt, dass nur sichere Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen. Und sicher bedeutet auch, dass die Inhaltsstoffe klar angegeben sind. Fragezeichen wirft auch das nächste im Internet bestellte Produkt auf. Boah. Das riecht wie ein Lebensmittel. Wie Kaugummi. Ja. Guck mal, ausgerechnet bei dem steht jetzt nicht essbar. Bei versehentlichem Verschlucken Arzt konsultieren. Auch in den Warnhinweisen beim Nagellackset aus dem Zeitungsladen bleibt der Verweis auf einen Arzt nicht aus. Süßes Nagellackset. Dies ist kein Spielzeug, ist hier der erste Satz. Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen. Die Dämpfe nicht einatmen. Arzt aufsuchen, falls die Reizung andauert. Reizungen und Schwindel verursacht durch vermeintlich harmlose Schminke für Kinder? Wir wollen wissen, was genau steckt drin in den bunt glitzernden Schminksets. Dafür beauftragen wir eines der führenden Speziallabore für Kosmetik in Deutschland, das die Kinderschminke ganz genau unter die Lupe nimmt. Während wir auf die Ergebnisse warten, treffen wir Anita und ihre 6-jährige Tochter Hanna. Die 33-Jährige kauft seit Jahren Kinderschminke und hat sich bislang kaum Gedanken gemacht. Mmh, toll. Also Hanna ist in dem Bezug wie jedes Mädchen, die liebt Glitzer und alles, was mit Schminke zu tun hat. Aber ich glaube nicht, dass es gefährlich in dem Sinne ist. Und so hin und wieder zum Spielen ist das völlig okay, glaube ich.
sieht ja auch ganz harmlos aus. Bunt und riecht auch noch süß. Das verführt die Sechsjährige schon mal zum Kosten. Sie kommt immer an, Mama, das riecht nach Kaugummi, das riecht nach Melone. Für Kinder ist das toll. Die ersten Lippenstifte, da war tatsächlich die Situation, dass sie richtig abgebissen hat. Mutter Anita wähnt sich in Sicherheit. Die Dermatologin Dr. Jael Adler warnt jedoch eindringlich vor der Nutzung von Kinderschminke, denn die möglichen Folgen sieht sie regelmäßig in ihrer Praxis. Ich sehe immer wieder Kinder, die stark auf Kinderschminke reagieren. Das juckt wahnsinnig, wirft Blasen und kann ja bis zum Krankenhausaufenthalt führen. Es ist so, wenn man eine Kinderhaut sich anschaut, dann ist die Barriere, die Schutzbarriere oft schon etwas schwächer als bei Erwachsenen. Das heißt, Allergene haben leichteres Spiel, die gelangen schneller ans Immunsystem. Und wenn sich dann einmal Gedächtniszellen gebildet haben, merkt sich der Körper die Allergie. Und dann hat man die Allergie sein Leben lang. Einmal heißt dann also für immer. Nach 2 Wochen sind die Laborergebnisse da. Diese 9 Sets haben wir auf giftige und verbotene Inhaltsstoffe untersuchen lassen. Und tatsächlich, bei diesem für 8,99 Euro im Internet gekauften Set werden wir fündig. Das gibt's noch nicht. Basic Violet, das ist Rhodamin B. Ja. Das ist nicht zugelassen. 590 Milligramm. Also ein verbotener Farbstoff tatsächlich? Ja. In dem einen Kinderset hier. Und auch bei diesem Produkt, einem Set für 4 Euro, das direkt aus China kommt, schon wieder der verbotene Farbstoff Rhodamin B. Und ein extrem hoher Bleiwert. Das Labor schlägt Alarm, denn eigentlich werden nur maximal 5 Milligramm Blei pro Kilo toleriert. In diesem Set kommen wir aber auf 3310 Milligramm, sprich der Bleiwert liegt 662 Mal höher als erlaubt. Das Fazit des Labors deshalb: Beide Produkte sind nicht verkehrsfähig. Alle anderen Produkte bleiben ohne Befund. Wir gehen mit unseren Ergebnissen zum Bundesinstitut für Risikobewertung. Dr. Bärbel Fied erklärt uns, wie gefährlich der verbotene Farbstoff und der extrem hohe Bleiwert für Kinder sind. Hier in dieser ersten Probe, deren Befund Sie mir hier übergeben haben, fällt Blei auf mit einem exorbitant hohen Gehalt von über 3000 Milligramm pro Kilogramm, was bei der kindlichen Entwicklung insbesondere sich negativ auswirken kann auf die Intelligenzentwicklung. Das ist also in keiner Weise mehr tolerabel und akzeptabel. Und sie äußert einen schwerwiegenden Verdacht. Dieser hohe Bleiwert weist meines Erachtens darauf hin, dass Bleiverbindungen gezielt eingesetzt wurden bei der Herstellung. Und das vermutlich nur, um eine Farbe aufzuhellen. Welche Auswirkungen hat Rhodamin B auf den Körper, auf den Kinderkörper vor allem? Rhodamin B ist ja ein Farbstoff, ein Fluoreszenzfarbstoff, leuchtet schön rötlich-pink. Rhodamin B fällt vor allem dadurch auf, dass es oft als augenschädigend beschrieben ist. Und das ist natürlich etwas, was gerade im Bereich der Kosmetik nicht akzeptabel ist. Denken Sie an Lidschatten, wie nah kommen Sie dann an das Auge? Also das ist völlig intolerabel, dass hier Rhodamin B eingesetzt wird. Das erschreckende Ergebnis. Von 9 der getesteten Sets sind 2 wegen der Inhaltsstoffe und 1 wegen der fehlenden Kennzeichnung nicht verkehrsfähig. Heißt im Klartext, diese Schminksets aus dem Internet hätten so nicht verkauft werden dürfen. Mama Anita ist von dieser Tatsache schockiert. Ich muss ehrlich sagen, das macht mich richtig wütend, weil man ja, mal abgesehen von all dem, also man zahlt ja noch Steuern in Deutschland und so weiter, um halt sich auch sicher zu fühlen, damit das eben alles dazugehört. Damit man wirklich weiß, das, was auf unserem Markt erscheint, kann ich auch guten Gewissens kaufen und meiner Tochter zuführen. Doch wer ist für die Kontrolle dieser Produkte zuständig? Wir fragen unter anderem das Bundesministerium für Ernährung, das Bundesamt sowie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz an. Die Reaktion? Jede Einrichtung verweist wiederum an die andere. Die Zuständigkeiten hier offenbar völlig unklar. Ein Interview bekommen wir von niemandem. Die Ergebnisse übermitteln wir letztendlich der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Eine unmittelbare Reaktion auf unsere Ergebnisse gibt es nicht. Und das, obwohl es hier um eine klare Gefahr für unsere Kinder geht. Dr. Jael Adler ist da deutlicher.
Als Dermatologin ist es natürlich fatal zu erleben, dass einige Produkte stark belastet sind, mit Giften belastet sind. Als Ärztin habe ich natürlich große Sorge, denn die Kinder haben ein langes Leben vor sich. Und wenn man jetzt schon anfängt, sie toxikologisch, also mit Giften zu überlasten, dann werden wir ja eines Tages die Spätschäden bei den Kindern sehen. Krebsentstehung, Veränderung des Erbguts, Unfruchtbarkeit, Minderung der Intelligenz, Veränderung in den Organen, das ist absolut zu vermeiden. Es ist kriminell, dass sowas passiert und im Grunde müssten mehr Überprüfungen her. Mögliche Spätschäden verursacht durch Kinderschminke. Und trotzdem waren die Sets für uns im Internet erhältlich. Verlockend, aber gefährlich. Wir haben die Hersteller der drei Sets angefragt. Bis heute keine Antwort. Der Versandhändler Amazon hingegen reagiert sofort schriftlich. Zitat: Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Die beanstandeten Produkte wurden entfernt. Das wollen wir überprüfen und tatsächlich, die Produkte sind auf der Seite des Versandhändlers nicht mehr aufzufinden. Für Mama Anita und ihre kleine Tochter hat sich das Thema Kinderschminke erstmal erledigt, nachdem wir sie mit unseren Rechercheergebnissen konfrontieren. Boah, das ist ja wirklich krass. Das macht mich wirklich nervös, sauer und böse gleichzeitig, weil gerade wenn es um unsere Kinder geht, das darf nicht vorkommen. Also das, gerade in Bezug auf mein Kind, wird mir mehr als schlecht, wenn ich bedenke, dass ich im Prinzip mir den Krebs kaufen kann und zu Hause hinstellen kann. Das ist heftig. Unsere Recherchen zeigen, 30% der von uns getesteten Sets, die alle in China produziert wurden, sind nicht verkehrsfähig. Es besteht für Eltern also durchaus das Risiko, zu einem giftigen Schminkset zu greifen. Man sollte also vorher genau überlegen, ob man Kinderschminke tatsächlich an Kinderhaut lässt.